In der heutigen Ausgabe reden wir über Wunderschön, Träume sind wie wilde Tiger, Jacob's Ladder, Home Team, The Sadness und in 80 Tagen um die Welt. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Live-Shots. Ich glaube, es ist die fünfte Ausgabe der Live-Shots in diesem Jahr, aber sogar die erste live on tape. Von daher ein neues Experiment von uns. Mein Name ist Theresia, aber ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe mir Verstärkung geholt aus unserem Redaktionsteam und zwar zum einen die Kati. Hi. Und den Paul. Hallo, ich muss mich kurz für das wirklich sehr traurige Tröten entschuldigen. Ich habe gedacht, es klingt etwas spektakulärer. Ja, ich dachte auch, da kommt jetzt so richtig Partystimmung auf, aber es war so eine traurige Überraschungsparty, wo der Geburtstagskind eigentlich gar keinen Bock auf die Party hat. Ja. Ja, ein Versuch war es wert. Ist ausbaufähig. Genau, dann, Kathi, du bist ja zum ersten Mal in den Live-Shots dabei. Wie ist es? Sehr viel Technik. Also ich habe fragst du die mit 50 Tabs offen? Ja, genau. Ich habe ungefähr 10 Fenster offen und ich hoffe, dass ich die richtigen Sachen anklicke. Ja, wir werden es hören. Wir werden sehen. Ja. Wird für uns alle sehr aufregend werden, diese Aufgabe. Okay, dann würde ich jetzt gleich schon zum ersten Film überleiten. Und zwar ist es der Film Wunderschön. Das ist ein deutscher Episodenfilm. Regiearbeit von Caroline Herfurth unter anderem. Und ja, wir haben hierzu einen Einspieler von Michel Rieck von Riecks Filmkritiken. Und der Film selber startet bei uns am 3. Februar 2022. Kathi, möchtest du auf den Knopf drücken? 2 Jahre ist es nun her, dass das erste Mal der Trailer zu Wunderschön über die Kinoleinwände flimmerte. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich eigentlich so seit diesem Moment darauf gefreut, den Film endlich sehen zu können. Denn es gibt so 2 Sachen, die mich daran begeistert haben. Einerseits natürlich der Inhalt, denn der Trailer zeigt es eigentlich schon, dass es sehr um Emanzipation geht, dass Selbstbewusstsein und Selbstreflexion eine wesentliche Rolle spielen und das Ganze eben so ein bisschen aus der Perspektive der Frau beleuchtet wird. Es gibt so ein paar Sachen, die auch familiär betrachtet werden und was so Probleme und Herausforderungen im Alltag angeht, aber eben eher so ein bisschen aus der weiblichen Perspektive. Und das ist schon spannend, auch für mich als Mann, muss ich sagen. Denn man kriegt einfach mal einen Einblick in das Leben des anderen Geschlechts. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viele Missverständnisse und Sachen, die immer gar nicht so wirklich aufgeklärt sind und wo wir Männer dann einfach so ein bisschen ratlos und einfach im Walde stehen sozusagen. Und deswegen ist es wirklich schön, da mal so verschiedene Perspektiven zu sehen, insbesondere auch, weil der Film ganz, ganz verschiedene Generationen anspricht. Wir haben nämlich eine sehr große Spannbreite. Ich glaube, die jüngste Darstellerin mimt eine so 10-Jährige oder sowas oder eine 8-Jährige, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die älteste, das ist Martina Gedeck, die spielt eine Frau, die gerade 60 wird im Film. Neben Martina Gedeck haben wir natürlich einen großartigen Cast. Also Caroline Herfurth hat halt Regie geführt und das hat sie, finde ich, schon bei SMS für dich großartig gemacht und aber auch bei Sweethearts. Beides eigentlich tolle Filme, die wirklich einen frischen Stil mal in die deutsche Produktion hineinbringen. Und auch Caroline Herfurths eigentlich gute oder beste Freundin ist mit dabei. Nora Tschirner, die ebenfalls tolle Produktionen bisher gemacht hat. Emilia Schüle sehe ich immer wieder gerne. Traumfabrik hat sie mich begeistert einfach mit. Und ansonsten haben wir auch Joachim Kroll, Friedrich Mücke, tolle Schauspieler. Wer mich sehr begeistert hat, ist auch wieder Maximilian Brückner, der vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, das schönste Paar eine Hauptrolle mit da drin hatte und oh, großartig, was er da abgeliefert hat. Auch hier wieder sehr, sehr charmant, wie er in die Rolle reinpasst.
Der ganze Film ist ein Episodenfilm, so wie wir es so ein bisschen kennen von Man tut, was man kann zum Beispiel. Und ja, erzählt dann eben diese verschiedenen Generationsgeschichten und die Wahrnehmung der Umwelt und all so eine Sachen. Sehr, sehr spannende Ideen sind damit eingeflossen. Und ich war auch sehr unterhalten. Der Film ist an sich ein Unterhaltungsfilm. Er bietet durchaus gewissen Humor, auch wenn es jetzt keine Komödie an sich ist. Er bietet schon viel Drama, viele Herausforderungen, viele Probleme. Das ist auch ungewöhnlich extrem gebündelt, muss man sagen. Es bezieht sich ja alles so mehr oder weniger auf eine Familie. Und da ist es schon krass, wie viele Probleme da in dieser einen Familie auftauchen. Weil man halt sagen muss, hier geht es ja eher um die Sache an sich, um die Thematiken. Und deswegen finde ich es schon wieder okay. Und Herford hat eben bewiesen, dass sie es schafft, das Ganze massentauglich zu gestalten, ordentlich zu erzählen, sodass viele sich eben dafür interessieren, wie gesagt, auch viele Generationen. Und das ist, finde ich, schon mal ziemlich wichtig eigentlich. Und da kann ich dann auch darüber hinwegsehen, dass eben diese Ballung der Probleme einfach auf so eine Familie ein bisschen unrealistisch wirkt. Ich habe auch so die ein oder andere Träne weggedrückt, deswegen also von Grund auf ein sehr, sehr harmonischer, netter Film. Aber er ist mir leider nicht bissig genug. Ich muss ehrlich sagen, das sind halt wirklich massive Themen, die Ansehen verdienen und die eigentlich ordentlich aufgearbeitet werden müssen. Und ich dachte eigentlich, gerade Nora Tschirner ist dafür ganz gut geeignet, weil sie hat ja mit ihrem Film Embrace schon einmal so ein Thema angesprochen. Und das fehlt leider, ich will jetzt nicht sagen gänzlich, weil es ist natürlich schon viel angesprochen. Aber es gibt einfach ganz viele Situationen, wo das einfach zu kurz kommt und zugunsten der Unterhaltung ja, vernachlässigt wird. So ist einfach zum Beispiel eine Situation, wo eine Schülerin, die recht korpulent ist, plötzlich den heißesten Typen der Schule abgreift. Und das ist alles so ein bisschen kurios, weil das passt eigentlich gar nicht zu dem Inhalt, der da wiedergegeben wird. Und zu 99% wäre das wahrscheinlich nicht der Fall in der Realität. Und das finde ich einfach schade. Es wird gerade den jungen Menschen ein Bild gezeichnet, welches meiner Ansicht nach nicht immer wirklich der Realität entspricht. Und auf der anderen Seite will man aber so viel kritisieren, was in der Realität passiert. Und das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Deswegen bin ich zwiegespalten und weiß nicht so richtig, was ich mit dem Film anfangen soll. Muss aber sagen, dass ich ihn rein aus der Unterhaltungsperspektive empfehlen kann. Wenn man das thematisch aber betrachtet, doch sagen muss, da wäre mehr drin gewesen, da wäre mehr Power möglich gewesen. Und ich hoffe sehr, dass wir da nochmal Filme kriegen, die das genauso massenkompatibel darstellen und trotzdem eben die entsprechende Power reinbringen. Dankeschön an Michel. Und wenn euch diese Kritik gefallen hat, dann schaut doch gerne mal auf der Website von Michel vorbei. Das ist rieks-filmkritiken.de. Da schreibt er ganz viele solcher Filmkritiken. Auch zu Wunderschön hat er was geschrieben. Aktuell steckt er bis zum Hals gerade in der Berlinale und so weiter. Und ja, wenn ihr wollt, schaut da gerne mal vorbei. Und ich weiß nicht, hattet ihr den schon auf dem Schirm? Also ich zumindest habe ihn sehr, sehr oft als Trailer im Kino gesehen und war immer so ein bisschen, ich war mir noch nicht sicher, was ich von dem erwarten kann, was ich davon halten soll. Ja, ich habe halt nichts von dem mitbekommen, weil in schwedischen Kinos laufen halt keine Trailer zu deutschen Filmen. Ich habe dann aber jetzt für die Folge und sollte Trailer geschaut und ich war, wenn ich den Trailer geschaut, war ich so, mag ich gar nichts sehen, aber nach der Kritik jetzt, habe ich doch irgendwie Interesse dran, mir den anzuschauen. Wirkt sehr ja, voll. Also ich hab den, ja, ich habe den Trailer jetzt auch noch nicht gesehen, weil ich war jetzt noch nicht so oft im Kino, beziehungsweise lief der dann bei mir noch nicht als Trailer. Einerseits habe ich auch Lust auf den Film, weil es ein interessantes Thema ist. Andererseits denke ich mir immer, ich muss nicht auch noch darauf hingewiesen werden, welche Probleme das Frauen auch haben, weil die mir so, glaube ich, also total im Bewusstsein sind. Also muss ich mir das eventuell nicht noch im Film anschauen. Ich bin echt ein bisschen zwiegespalten, was das betrifft. Mhm. Und wenn sie dann auch nicht so richtig aufgearbeitet werden vielleicht, also es klingt ja schon alles sehr filmisch eben, für einen Spielfilm, sag ich mal, zurechtgebogen. Das, naja, wie gesagt, für vor allen Dingen wahrscheinlich Fans von Caroline Herford ist das, denke ich, definitiv ein Kinogang wert. Und alle anderen, die müssen sich da mal selbst überzeugen.
Genau, dann hätte ich gesagt, machen weiter mit Träume sind wie wilde Tiger. Den habe ich leider nicht gesehen, obwohl mich der Trailer sehr angesprochen hat. Aber dafür haben den Paul und Therese ja beide gesehen. Und wollte einfach mal kurz zusammenfassen und euer Fazit und so dazu abgeben. Ja, natürlich. Es tut mir leid, dass ich den weggeschnappt habe. Ich habe es dann auch erst begriffen, als ich den gesehen habe. Verdammt, das sind Musical-Szenen drin. Das ist eher was für Kathi. ja. Es tut mir leid. Alles gut. Ja, Träume sind wie wilde Tiger. Kommt auch am 3.2. ins Kino. Regie war ist von Lars Montag. Sagt jetzt mir nur was in Bezug auf andere Geschichten, sowas wie How to Sell Drugs Online. Mhm. Ja, ich glaube, der Film war auch in der deutschen Film- und Medienbewertung hat er, glaube ich, das Prädikat wertvoll bekommen, also ein sehr guter Film oder für die Jugend eher gedacht. Paul, magst du kurz sagen, worum es geht? Ja, natürlich. Es geht um den jungen Ranji, der kommt aus Mumbai nach Deutschland mit seiner Familie und ist da nicht so glücklich, dass er jetzt hier in ein neues Land umziehen muss. Und er hat ein Hobby, er singt gerne und er choreografiert auch gern Tänze. Und eines Tages ergibt sich die Gelegenheit, dass er sich für einen seiner Lieblingsstars quasi als ein Schauspieler bewerben kann, weil der ein neues Musikvideo und so weiter aufnehmen möchte. Und das ist natürlich dann wieder in Mumbai. Dazu kommen eine ganze Menge an anderen Problemen, sei es Integration, sei es auch die Nachbarstochter, die irgendwie dann noch Probleme mit ihren Eltern hat. Und so entspinnt sich da so eine ganz auf der einen Seite bunte und auch gut choreografierte und sehr musikalische Geschichte und auf der anderen Seite aber auch eine Geschichte, die sich eben mit Themen wie Integration oder Träumen und so weiter auseinandersetzt. Ja. Ja, einiges geboten in dem Film. Ich habe den sehr auch viel, gesehen, ja. Also ja. man merkt, glaube ich, dass der Film eher für das jüngere Publikum gedacht ist. Also ich fand den Film eben auch sehr gut, aber man merkt, es wurden da sehr viele Themen angesprochen, die vielleicht dann auch eher Schüler und Jugendliche betreffen. Ich fand die Tanzszenen einmal sehr gut eigentlich choreografiert, vor allem, glaube ich, die erste war das. Das hat für mich schon wirklich so Musikvideo-Style so etwas. Andere waren wiederum dann mehr bunt und mehr kitschig, aber man hat bei dem Schauspieler, der wo den Ranji spielt, das ist glaube ich Shan Rubitsky, der hatte so richtig Spielfreude daran. Also das hat man irgendwie total gemerkt oder ihm abgenommen, dass er Freude daran hat, dass das sein Hobby ist, dass das sein Traum ist und er das gerne mal mit seinem Idol auch machen würde. Ja, definitiv. Ich finde auch in diesen Szenen, eben in diesen schon Musical-Szenen, Kathi, war der Film für mich auch irgendwie am stärksten. Dann hat er auch einerseits vor Farben, aber auch vor kreativen Einfällen irgendwie nur so gesprüht und er hat auch geschafft, diese Lebenswelt, in der sich dieser junge Protagonist eben befindet, dadurch sehr gut greifbar zu machen. Und ich glaube auch, dass der am ehesten für das Kernpublikum wahrscheinlich funktioniert, weil ich glaube, so erwachseneren Zuschauern, da gibt er noch so ein paar Dinge mit auf dem Weg. Also auf der einen Seite ist er natürlich vorhersehbar und natürlich ahnt man auch schon, wie das Ganze jetzt irgendwie vonstatten gehen wird. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, da zum Beispiel, also auf der einen Seite wird so das stereotypisierte Auftreten dieser indischen Eltern fast schon parodiert durch eben diese überspitzten Figuren. Manchmal fügt es sich aber auch irgendwie ganz gut in die filmische Realität ein, was irgendwie ein bisschen seltsam sich angefühlt hat. Dann nimmt er vielleicht auch manchmal so Assimilationsstrategien oder überhaupt Diskurse, die wir zurzeit hier in Deutschland in Bezug auf MigrantInnen und so weiter haben. Die nimmt er so ein bisschen aufs Korn, wird aber dabei auch nie so richtig konkret. Und was ich vor allen Dingen finde, ist, dass der Film, der ist natürlich total drüber. Also die meisten Figuren, die sind auch eigentlich nicht ernstzunehmend. Weder die indischen Eltern noch die Deutschen wahrscheinlich, auf die sie treffen. Aber der nimmt diese Überhöhungen, diese genretypischen Überhöhungen und stellt die dann auch zum Beispiel Rassismuserfahrungen gegenüber, die zwar auch so, wie sie eben inszeniert sind, überhöht wirken,
aber in Wahrheit, glaube ich, mehr an der Realität dran sind, als es diese Inszenierung weiß machen will oder als es diese Inszenierung vermuten lässt. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Das hat so einen Fadenbeigeschmack irgendwie hinterlassen. Aber ich konnte auch schlecht einschätzen, wie es jetzt gedacht war. Kathi? Ich wollte fragen, wenn du meinst, dass er nicht konkret und so wird, glaubst du es daran, dass er eben für ein jüngeres Publikum ist, dann, dass die das halt auch irgendwie in ihrer Gesamtheit mal verstehen, dass er deswegen nicht konkreter wird? Oder? Ja, ich denke definitiv. Also man muss natürlich auch sagen, wie viel Differenzierung oder wie viel eben Präzision oder so willst du so einem Film überhaupt zutrauen oder so? Im Großen und Ganzen hat mich halt Gleichstellung, aber diese Gewichtung so, ja, das ist ja überspitzt, das ist genauso überspitzt wie der Rest des Films, so, die Deutschen sind doch nicht so und der Rassismuserfahrung, die sind bestimmt auch drüber und das fand ich halt nicht, weil ich genau solche Szenen, wenn wir zum Beispiel mal uns die so eine vehemente Fahrkartenkontrolle im Bus anschauen, die habe ich so auch schon mitbekommen und das war nicht im Film, sondern das war leider in der Realität. Und da finde ich, ich weiß nicht, ob es einfach nur jetzt auf mich so wirkt, das wirkte ein bisschen unglücklich, aber ich muss auch sagen, für die Zielgruppe, die sich da vielleicht noch nicht die Gedanken darüber machen, funktioniert er, denke ich, dennoch. Alles klar. Ja, also es gab ja mehr so Charaktere, also was ich irgendwie ein bisschen übertrieben fand, war eben dieser von Herbert Knaub, glaube ich, wird er gespielt, von dieser Hausverwalter oder Hauswirt, der da dann auf die Einhaltung der Regeln eben pocht und zu laute Musik hat er was dagegen, gegen Essensgerüche und so weiter. Also das war einerseits, glaube ich, eben auch sehr überspitzt für den Film, aber wie Paul sagt, wenn du halt älter bist, merkst du ja, okay, vielleicht so übertrieben ist es in mancher Hinsicht gar nicht. Richtig, genau. Ja, ich habe das auch schon so, also die Worte, die kamen mir auch sehr bekannt vor, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht in so 1-zu-1-Situationen geäußert, aber hinter den Rücken von zum Beispiel mit Menschen mit Migrationshintergrund oder so, habe ich das definitiv leider Gottes schon gehört. Ja, wie gesagt, also noch zu den Schauspielern, also der Schauspieler, der eben die Hauptrolle gespielt hat, den Ranji, den fand ich eben sehr gut, sehr glaubwürdig. Bekannt ist eben auch nur Simon Schwarz, der den Nachbarn spielt, beziehungsweise eben den Vater dann von der Toni, die mit der er sich dann eben anfreundet. Der ist da, ich glaube, Musikinstrumente-Erfinder, hat aber mehr sowas von ein bisschen so einem Alt-Hippie und ich kenne ihn halt hauptsächlich aus den Eberhofer-Verfilmungen, aber da in der Rolle finde ich ihn, das passt irgendwie nicht. Also da finde ich, also die Rolle, finde ich, ist ein bisschen undankbar für ihn. Ja, es fühlt sich auch ein bisschen noch zusätzlich irgendwie überladen an, weil man neben eben dieser ganzen Integrationssache und so weiter und den Träumen, die ja der Ranji da verfolgt, auch noch diesen Nebenhandlungsstrang rund um die Nachbarin Toni und deren Eltern bekommt, die dann auch nochmal ganz andere Probleme haben. Und dann auch gibt es ja auch noch so eine sehr spirituelle, einen spirituellen Freigeist, was ich auch irgendwie so ein bisschen, der Film hatte echt ein paar Momente, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Wie gesagt, auch allen voran eben der Hauptdarsteller, der hier wirklich die Szenen trägt und das Ganze mit einer Energie vorträgt. Das ist sehr gut. Aber andererseits halt auch so viele Themen oder Szenen, wo ich halt entweder nicht so richtig mit anfangen konnte, wo ich nicht wusste, wie soll ich die jetzt hier einordnen. Und ja, dann leider auch welche, die dann echt sehr oberflächlich oder sehr mal in die Klischeekiste gegriffen haben, ja. Ja. Gut. Okay, ich habe aber nichtsdestotrotz immer noch Bock auf den Film. Ich würde ihn immer noch gern schauen, allein schon wegen der Tanz- und den Sing-Einlagen. Aber es ist gut zu wissen, was man da so im Hinterkopf behalten muss, wenn man den schaut. Ah, genau. Ja, wie gesagt, er ist, glaube ich, dennoch sehr sehenswert. Also ich fand den wirklich gut gemacht. Wie gesagt, ein paar Szenen, mir ging es so wie Paul, fand ich wirklich sehr gut, sehr gelungen. Manches hat mich jetzt etwas ein bisschen gestört, aber ich glaube, für das Publikum, die Lust auf den Film haben oder die für die der Film gedacht ist, glaube ich, werden damit schon ihren Spaß haben. Sehr gut. Dann würde ich sagen, klettern wir aus unserer Besprechung zu Träume sind wie wilde Tiger heraus. Und das auf einer Leiter. Eine Leiter, die zum nächsten Film gehört. Zu Jacob's Ladder. Und das, was wir jetzt besprechen, beziehungsweise das, was gleich besprochen wird, denn von uns dreien hat
diesen Film keiner gesehen, soweit ich weiß. Ist die Neuverfilmung bzw. das Remake des 1990 erschienenen Films, der ja auch schon mal beim Tele-Stammtisch besprochen, wobei das darf ich eigentlich gar nicht sagen, der schon mal beim Tele-Horst besprochen wurde. Jetzt hast du ja sehr viele Feinde einkandelt. Wenn ihr da mal in den im Feed scrollt, vielleicht findet ihr da irgendwann noch unsere Besprechung zu dem Original. Wie uns oder wie unseren RedakteurInnen jetzt dieses Remake gefallen hat, das erfahrt ihr jetzt in der Besprechung. Es gibt Horror-Remakes, die kommen sogar ins Kino. Es gibt aber auch Horror-Remakes, die schaffen es dann nur ins Heimkino. Jacob's Ladder ist so ein Fall. Der Till hat ihn gesehen, also das Remake wie das Original. Hallo Till. Moin. Ich kenne nur das Original aus dem Jahre 1990 mit Tim Robbins, ein, wie ich finde, sehr starker Horrorfilm, in dem Tim Robbins albtraumhafte Visionen durchleben muss. Jetzt meine Frage erstmal, wo ist jetzt inhaltlich der Unterschied zwischen Original und Remake? Nimm einfach diese Visionen, die man nicht so greifen kann, aus dem Vietnamkrieg. Hier ist das Ganze, glaube ich, in Afghanistan angesiedelt. Das ist ja in der Neuzeit jetzt. Es gibt Flashbacks, es gibt aber nicht dieses Surreale. Und dann vergessen wir einfach die komplette Message des Films und die Auflösung des Originals. Das finde ich gerade am Ende, wenn er dann da die Treppe hochgeht und dann man sieht, was ist mit Jacob eigentlich im Originalfilm passiert, das vergessen wir alles. Und dann haben wir einen Film, in dem im Endeffekt hier auch der Jacob, diesmal gespielt von Michael Ealy, ja, er ist Kriegsveteran, er ist Unfallchirurg und sieht, wie viele Kriegsopfer, also die dort mitgewirkt haben im Krieg, die im Krieg waren, sich irgendeine Droge reinpfeifen. Also das wissen die, die kriegen die Droge von der Apotheke und sein Bruder ist damals umgekommen im Krieg. Und jetzt hat Jacob aber, ja, er sieht im Endeffekt nur Menschen mit komisch wackelnden, schnellen Köpfen, dieser klassische Horrorfilm-Shot von irgendwelchen Gruselmenschen, manchmal wandern sie an der Decke, manchmal ganz schnell in Zeitraffer und manchmal wackeln nur die Köpfe. Das ist es. Und er fragt sich, was da los ist. Klingt jetzt nicht so besonders ansprechend. Find ja das Original deswegen so schön, weil das Original seine Schocks ja aus diesen verfremdeten Figuren bezieht. Das ist ja genau. Nicht nur Wackelköpfe. Das Original ist ja auch wirklich Inspiration gewesen, stellenweise für die Silent Hill-Reihe. Videospiel-Experten, Expertinnen werden sie kennen. Ich habe jetzt vom Remake nur den Trailer gesehen und jetzt, was du erzählst, klingt für mich nach einem Remake, das denkt, das Einzige, was Jacob's Ladder damals ausgemacht hat, waren halt die Horrorsequenzen. Aber der Film bot ja noch viel, viel mehr. Hat denn jetzt das Remake wenigstens auch noch irgendwie eine zweite Ebene oder ist das letztlich einfach nur so eine Geisterbahnfahrt? Es ist ein bisschen Geisterbahnfahrt, weil im Endeffekt macht sich auf die Suche und er hört dann irgendwann, vielleicht ist da mein Bruder, vielleicht ist er ja doch noch am Leben, weil er trifft ganz viele verrückte Menschen. Das ist auch kein Spoiler, das passiert relativ früh und macht sich so ein bisschen auf die Suche. Und der Film versucht, dass auch der Jacob hier das Gefühl, oder dass wir das Gefühl bekommen, dass seine Familie und sein Umfeld, dass es sich das alles so entfremdet. Schafft er aber nicht. Im Endeffekt ist das Ganze, was das Original ausmacht, hinten raus, das passiert nicht. Also er findet etwas raus, irgendwann in der Mitte oder im Anfang des letzten Drittels. Und das, was er rausfindet, ist so ein kleiner Twist. Man kann aber sich schon erahnen, dass das so geschieht. Und das Ende ist hohl. Ich möchte das natürlich jetzt für die paar Leute, die sich das angucken wollen, nicht verraten. Aber nein, du hast da diesen Tiefgang jetzt absolut weg. Es gibt ja bei Jacob's Ladder zum Beispiel diese fantastische Szene, wo er auf dem OP-Trage ist und dann wird er durchs Krankenhaus gefahren und überall liegen zerstückelte Leichen und alles ist eklig und ist alles super plastisch, als könntest du das riechen und spüren und anfassen. Hast du gar nichts. Dafür hast du nichts davon. Du hast ein bisschen schlechtes CGI-Gewackel und Leute, die ihn verfolgen und dann ist es auch wieder egal. Aber es ist von Tiberius und für Tiberius sieht das Ding gut aus. Auch vom Schauspiel her, okay. Das wäre nicht meine zweite Frage gewesen, wie der Film denn technisch so aussieht. Denn in den USA lief er ja in den Kinos, war da aber ziemlicher Flop, weswegen dann wahrscheinlich Tiberius ihn recht günstig für den deutschen Markt bekommen hat. Aber gut. Ja, das klingt jetzt alles so, dass du jetzt keine Empfehlung aussprechen kannst. Nee, auf gar keinen Fall. Also jeder sollte, wenn er Interesse an so Horror mit Drama-Elementen auch dabei, Selbstfindung, auch
Traumaverarbeitung. Auf jeden Fall das Original gucken, aber das hier kann man sich komplett sparen. Der macht nichts neu, nimmt alle das Interessante und auch das Philosophische, was das Original hat, und macht einen Haufen drauf und schiebt es beiseite. So. Gut. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort für diese Besprechung. Till, ich danke dir für deine Expertise und Zeit und ich gebe damit ab zurück zu unseren beiden Telestammtischdamen Theresia und Katharina. Tschüss. Ich danke auch. Tschüss. Ja, dankest du. Ja, Paul. Nein, genau. Danke an Till und Stu für diese Besprechung von Jacob's Ladder, der ja genau als Video on Demand erschienen ist. Ich sag mal so, ich fand das Original so, ja, kann man mal gucken. Und werde aber jetzt hier auch auf das Remake dann eher verzichten. Ja, ich kenne das Original nicht und nach der Besprechung habe ich auch nicht wirklich Bock, das Remake zu schauen. Also wenn ich mal was schaue davon, dann wahrscheinlich das Original. Ich kann dem dabei pflichten, Kathi. Eigentlich geht es mir so wie dir. Ich habe das Original nicht gesehen und wenn, dann würde ich wahrscheinlich dann nach der Besprechung eher das Original bevorzugen. Na gut, dann kommen wir jetzt von Jacob's Ladder zu einem Mann, der auf der Karriereleiter stark abgeschützt ist. Kommen wir zum nächsten Film, Home Team, der jetzt seit dem 28.01. auf Netflix läuft. Und zwar beruht das Ganze auf einer wahren Geschichte über einen Football-Coach, der in einen Skandal verwickelt war, dass er Spieler zahlt hat, um Spieler aus dem gegnerischen Team stark zu verletzen. Und dann anfängt das Football-Team von seinem Sohn zu trainieren. Und den Film haben wir ausnahmsweise mal alle drei gesehen. Das heißt, wir können uns da jetzt schön drüber unterhalten. Also, toll, dass wir ausgerechnet dieses Highlight alle zu dritt gesehen haben. Klasse. Ach, ich fand den nicht so schlimm. Na, dann fang doch mal an. Ja, also es ist halt, Kevin James spielt diesen Football-Coach und es ist halt, also mich hat es nicht gewundert, wie im Abstand gestanden ist, produzieren dann und von Adam Sandler, da war ich so, macht Sinn. Ja. Aber ja, bis auf diese eine Kotz-Szene fand ich den schaubar. Der macht jetzt nichts falsch, der macht auch nichts irgendwie besonders, aber den kann man gut so am Montag um 10 nach dem Aufstehen wegschauen. Es, wie willst du sagst, er macht nichts falsch. Er ist halt, er findet das Thema quasi nicht neu. Es geht halt darum, dass eben Kevin James als Football-Coach Sean Payton dann das Team seines Sohnes trainiert, die eben, wen überrascht, die Letzten der Liga aktuell sind. Und natürlich dann, wenn er das Team trainiert, verbessern sie sich. Also das ist eine klassische Story, die man halt in verschiedenen Varianten schon ein paar Mal gesehen hat. Aber ja, ich finde auch, also das ist ja mehr eine Komödie, obwohl es jetzt nicht, wie soll ich sagen, Gags am laufenden Band produziert, sondern eher so, manche Gags haben mich echt wirklich zum Schmunzeln gebracht, aber es gab natürlich auch Szenen, die ich ein bisschen fragwürdig fand oder jetzt nicht unbedingt meinen Humor getroffen haben. Ja, ich meine, das ist klar, aber es gibt... Bitte, Paul. Ja, das ist ja eh immer die Sache. Also ich kann mit Komödien, vor allen Dingen mit, sei es Komödien von Adam Sandler und so weiter, auch eigentlich gar nichts anfangen. Und der Humor ist okay. Also manchmal hatte ich zwar das Gefühl, die Figuren, die machen selber einen Witz oder so und dann gucken sie sich an und dann würden sie selber gerade nicht wissen, was jetzt genau witzig gewesen ist. Gab es eine Stelle wirklich, da habe ich gedacht, okay, worauf wartet ihr jetzt? War das jetzt alles? Ich habe, keine Ahnung, ich habe eigentlich mein größtes Problem mit dieser Figur oder mit dieser Geschichte, die er sich eben auferlegt. Ich habe ja jetzt auch im Vorgespräch und so weiter schon gelernt, ja, das war so. Also das ist auch wirklich, der ist, nachdem er da rausgeschmissen wurde, irgendwie wirklich zu seinem Sohn gegangen und hat ihn da dann zum Sieg verholfen oder so. Aber ich verstehe diesen realen Bezug nicht und ich hätte ihn auch nicht gebraucht, weil irgendwie steht da so die ganze Zeit dieser bittere Nachgeschmack, dass man hier irgendwie das kaum aufarbeitet, dass da nichts irgendwie kritisch passiert. Es gibt mal eine Szene, wo das angesprochen wird, aber so richtig, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass Kevin James irgendwie diesen Mann porträtiert, sondern einfach irgendeinen x-beliebigen Fußballtrainer, der da mal irgendwas beim Football verkackt hat. Ich hätte es lieber gehabt, wenn das einfach eine Komödie gewesen wäre mit irgendeinem, also mit einem
Mann als Fußballtrainer, den es nicht gibt, der fiktiv ist, der einfach nur so da ist. Dann wäre es halt wenigstens nur eine mittelmäßige Underdog-Geschichte gewesen. So ist es halt eine mittelmäßige Underdog-Geschichte mit noch diesem Fadenbeigeschmack. Deswegen hat der mir nicht so gut gefallen. Ja, also ja, das war auch so ein Kritikpunkt, den ich mir aufgeschrieben gehabt habe, dass dieser Skandal nicht wirklich angeschrieben wird. Also er, glaube ich, war nur ein Jahr lang suspendiert. Also er war danach wieder Trainer von dem offiziellen Team. Aber ja, es wird eben in der Szene mit seinem Sohn mal kurz darüber gesprochen, aber so wirklich, ob er jetzt wirklich der Kopf von dieser ganzen Geschichte gewesen ist oder wen es eventuell noch allen betroffen hat, das war ja wirklich in einem großen, überdimensionalen Rahmen. Das wurde halt nicht so wirklich da herausgestellt, aber ich glaube, das war vielleicht auch gar nicht der Anspruch, weil es ja eher mehr auf Komödie abzielt als auf das ernste Thema. Von daher, ja, ja, denke ich, war das vielleicht der Grund, warum das dann nicht mit reingespielt hat. Aber ja, ja, aber dann hätte man das ja auch nicht nehmen müssen. Ja, ja gut, aber ich denke, die Football-Fans, die sich eben besser auskennen als wir in dem Sport, kennen wahrscheinlich auch die Hintergründe besser als wir. Ja, also für mich war das auch irgendwann so, also es steht zwar am Anfang also halt Beruf von der wahren Geschichte, based on a true story, und ich habe das aber irgendwann, war das für mich halt auch kein Thema mehr, dass es eine wahre Geschichte war, halt ein Football-Coach, der jetzt seinen Sohn trainiert. Das, richtig, genau, also ich, das ist eigentlich total irrelevant, ja. Ja, ja, genau, das ist Kuff wie Katsch, ob das jetzt eine reale Geschichte ist oder nicht. Ja, aber dann soll man sie lieber weglassen, anstatt dass das so eine reale Geschichte ist. Fair, ja. Na gut, ja, über die eine Szene haben wir uns ja schon unterhalten, das Kotzen im Regen. Das muss aber ehrlich sagen, das kam für mich sehr überraschend, weil die ganze Zeit eigentlich von so einem wirklich, also von so einem Humor sieht der Film eigentlich größtenteils ab. Und dann plötzlich kriegst du, wortwörtlich die volle Ladung auf den Bildschirm. Es hat so irgendwie so unrealistisch halt gewirkt und so übertrieben. Also ich habe mir angedacht, was soll jetzt diese Szene, bitteschön? Also das, wie du gesagt hast, die hat jetzt irgendwie vom Humor her gar nicht da jetzt reingepasst. Ja. Ich mochte diesen Austausch an der Rezeption so mit dem, das Whirlpool ist zu laut, wir können ihn einen Ventilator ins Zimmer stellen, dann ist der lauter. Ja, also das habe ich euch, glaube ich, ja damals gesagt, nachdem ich den Film als erstes gesehen gehabt habe, dass der Hotelangestellte, der hat für mich irgendwie keinen Spaß an seinem Job, aber ja. Ja, na gut. Ich würde sagen, wir brauchen auch nicht mehr über diesen Film reden. Wer Interesse an diesem Film hat, kann sich den, wie gesagt, schon etwas länger auf Netflix anschauen. Ja. Gut. Bevor ich in Tränen ausbreche über diesen Film, lasse ich jetzt einen anderen Film ran. Denn bei dem spritzt wahrscheinlich nicht so viel Innereien oder was auch immer, wie in diesem Film, sondern eine ganze Menge Blut. Es geht um The Sadness, der ja eine ganz kuriose Geschichte auch schon mit seiner Altersfreigabe hinter sich hat. Gesehen haben den für uns Sven und Marco, und diesen Einspieler gibt es für euch jetzt auf die Ohren. Was die Bibel für viele Menschen ist, ist The Sadness von Rob Jabatz für die Gorbauer und Szenekenner und Szenefans. Inspiriert von Crossed, einer Comicbuchreihe, soll der wohl brutalste Zombie-Film aller Zeiten inspiriert worden sein. Damit wird fleißig geworben. Ob er was taugt, ob er seine Versprechungen halten kann, das untersuchen wir heute. Wir, das sind der Marco. Hallo. Und ich, der Sven. Hallo. Wir durften vorab schon die Uncut-Fassung im Original mit Untertitel einsichten. Vielen Dank, Cape Light. Im Kino kommt er übrigens als kleine Randnotiz ungeschnitten. Im Heimvideoverleih wird Cape Light wohl zur Spio gehen. Da sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Aber zuerst, Marc, um was geht's denn? Ja, bei The Sadness handelt es sich um ein Horrorfilm, der in Taiwan, in Taipei, in der Stadt Taipei spielt. Wir haben das junge Paar Jim und Cat, die halt am ganz normalen Morgen aufwachen. Wir sehen so nebenbei irgendwie in der Berichterstattung, da macht ein Virus
Halt so in dieser Stadt, das Alvin-Virus greift um sich und hat so grippeähnliche Symptome, aber dabei bleibt es nicht, denn die Menschen, die halt mit diesem Virus infiziert sind, mutieren und sie mutieren halt zu, ja, zu der, wie sagt man das am besten, zu dem abscheulichsten Wesen, die man sich so vorstellen kann, nicht unbedingt optisch, sondern tatsächlich so von ihren Handlungssträngen her, sie sind zu allem fähig und zu allem bereit, sie kramen das Abscheulichste, was man so als Mensch haben kann, hervor und tun das ihren Gegenüber an, sie gehen einfach wild, ja, das ist mega brutal, was dort vor sich gehen, sie morden, vergewaltigen und so weiter und so fort. Und eben in diesem Szenario finden sich Cat und Jim wieder und möchten zueinander finden, bis alles zu einem großen Showdown, möchte ich mal sagen, endet. Genau. Ja, genau. Gut zusammengefasst. Sind es für dich jetzt Zombies oder sind es für dich keine Zombies? Ja, da streiten sich ja die Geister so ein bisschen. Ich habe ein Interview mit Rob Jabbas gelesen. Er selber sagt, es sind für ihn keine Zombies. Ist wohl ein reiner Vermarktungszweck gewesen, warum man sich jetzt für Zombies entschieden hat. Er sieht es halt irgendwie als Infizierte. Er sagt im Interview, für ihn sind Zombies was anderes. Und das sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen. Es ist natürlich so ähnlich. Also man kann es gut damit vergleichen. Aber ich würde auch schon sagen, dass es eher so ein infizierten Ding ist, Leute, die halt aufgrund dieser Krankheit einfach alle Hemmungen fallen lassen und wild herumlaufen, ja. Genau, ja, geht mir genauso. Ich hab den gesehen und dachte, also Zombies sind das für mich jetzt nett, weil sie reagieren, ja, und es ist ja so, dass dieser Virus ja das limbische System lahmlegt oder manipuliert, was ja auf die niedersten Instinkte wieder zurückgreifen lässt. Und die Frage, ob Zombies daran Gefallen finden, irgendwie Leute halt zu foltern und sie dann auf bestialste Weise wirklich kalt zu machen, fand ich jetzt auch so ein bisschen fragwürdig. Ich habe gesagt, naja, also Zombies sind es für mich keine. Warst du heiß auf den Film? Irgendwie schon, ja, weil er halt wirklich einen gewissen Hype hatte in dieser ganzen Szene. Ich habe einen guten Magen, also ich vertrag sowas. Ich gucke mir sowas dann auch gerne mal an, auch Gewalteskapaden oder grenzüberschreitende Filme sowieso bin ich immer mal für zu haben. Und deswegen hatte ich schon auf jeden Fall sehr viel Bock darauf, diesen Film zu sehen, ja. Ja, ging mir genauso. Also die Maschinerie läuft ja schon seit Monaten. Und ja, da war ich auch wirklich heiß drauf, weil ich gedacht habe, okay, gut, jetzt gucken wir mal, ob du mal wieder an deine Grenzen kommst. Die Grenzen habe ich definitiv. Und als ich so ein bisschen was drüber gehört habe, dachte ich, oh, ich weiß nicht, ob mir das nicht tatsächlich vielleicht doch zu viel ist. Kann ich nachvollziehen. Fangen wir mal kurz mit den Darstellern an. Wie fandst du die Darstellung? Haben sie ihre Sache gut gemacht? Konntest du mitfiebern? Doch, das fand ich sehr gut. Sowohl Cat als auch Jim, wir haben einen Antagonisten sozusagen, dieser Businessman, die haben das alles gut gemacht. Also gerade der Businessman, finde ich, der, wie er in diesen Wahn und diesen Wahnsinn verfällt, das macht er schon sehr, sehr gut. Hat mir viel gegeben, so dahingehend, beziehungsweise die haben das halt erzählt. Also die haben die Geschichte erzählt und das fand ich gut, ja. Doch, auch, und Cat und Jim, die waren auch sehr sympathisch, also ich habe sie alle gerne gesehen, möchte ich mal so sagen. Ja, ging mir auch so. Also ich habe auch mehrfach jetzt in Kritiken gelesen, dass sie gesagt haben, ach Gott, ja, nee, also so sympathisch waren sie nett. Okay. Fand ich eigentlich genau das Gegenteil. Ich mochte beide, ich habe Sympathien aufgebaut. Auch wenn ich bei Cat manchmal gedacht habe, warum sagst du jetzt nichts? Es gibt so ein paar Situationen, wo sie auch einfach wegläuft und sich nicht irgendwie noch bemerkbar macht und sagt, dreh dich mal um da hinten, ja, oder auch im Zug sind ein paar Sachen, wo mir die Beteiligten einfach zu emotionslos daneben stehen, während da gerade die erste Schlachterei wirklich abgeht. Und du denkst, Moment, also, aber gut. Ja, wie war es bei den Effekten? Ja, fand ich stark. Also alles, was wirklich so en detail nachher war, hat für mich sehr gut funktioniert. Also die Effekte und so, die, also es ist ja viel praktische Effekte tatsächlich und es sah sehr, sehr gut aus. Also mir hat das wirklich gut gefallen. Ja, fand ich auch. Ich hab mich dann natürlich über Rob Schabatz auch noch ein bisschen informiert. Das ist ja der erste
wirkliche Spielfilm von ihm und für so ein in Anführungsstrichen Low-Budget-Projekt, was es ja wirklich war, sieht es schon alles wirklich fantastisch aus. Also die Gore-Effekte sind ordentlich inszeniert, es fließt literweise Blut. Wie war das bei dir mit gewissen, ohne jetzt näher drauf einzugehen, Gewaltexzessen, die dann teilweise wirklich im Off stattfinden? Es gibt Filme, da brauche ich das nicht sehen. Und gibt es Filme, da möchte ich das eigentlich sehen. Und er hat ja so 3-4 Sachen, die halt schon im Off tatsächlich mega brutal sind. Ich finde, dem Film hätte es vielleicht, um da vorwegzuziehen, das ist nicht zwingend mein Film, aber dann wäre ich vielleicht konsequenter gewesen und hätte sie auch tatsächlich gezeigt. Ob er dann eine Freigabe in jeglicher Form irgendwie gekriegt hätte, ist fraglich. Aber das wäre mir dann auch lieber gewesen, das konsequent durchzuziehen. So. Ja, wobei ich bei gewissen Sachen gedacht habe, ey, wenn ihr das jetzt zeigt, sorry, ja, dann bin ich raus. Ja, das ist mir dann, das überschreitet für mich eine innere Grenze, wo ich gedacht habe, nee, ja, muss nicht sein. Ich verstehe das komplett. Diese Grenze halte ich für mich auch so. Deswegen sage ich, es ist nicht mein Film, um da vielleicht so charmant dann auch zu meinem leichten Fazit schon mal so überzuschwelgen. Ich fand den so als Grenzerfahrung, ja, okay, kann man irgendwie mitnehmen. Aber es ist halt überhaupt nicht mein Film. Der hat schon auch im Off so, auch wenn ich es nicht sehe, ich würde es halt persönlich nur konsequenter finden, wenn er es gezeigt hätte so. Aber der hat schon irgendwie für mich persönlich Grenzen überschritten, die ich nicht haben muss so. Das sind dann so Filme, die will ich denn auch nicht sehen. Die sind jetzt okay, ich habe es einmal gesehen. Aber da werden Sachen irgendwie zelebriert und teilweise gezeigt und auch nicht gezeigt. Die muss ich wirklich nicht unbedingt haben. Und nur der Gewalt wegen, boah, weiß ich nicht. Also da, nee, da bin ich auch schon zu alt für. Ja, also wie gesagt, mir ging es bei einigen Sachen, war ich wirklich froh, dass sie im Off gezeigt, also im Off, im Off gebracht haben. Wobei es dann halt auch wieder die Frage ist, auf der einen Seite dachte ich, ja, es ist ganz gut, auf der anderen Seite, ja, stimmt's mit dieser Konsequenzlosigkeit, dass man sagt, okay, gut, wir fahren jetzt eine ganz krasse Schiene, der wäre dann sowieso niemals bei uns rausgekommen, das hätten sie niemals durchgebracht. Aber es gibt dann halt auch wieder Situationen, wo du dann wirklich anfängst, dann Kopfkino zu bekommen und dann ist mir die Frage, was ist schlimmer? Zeigen sie es kurz, ja, und du denkst, oh, ihr, widerlich. Oder du stellst dir das vor die ganze Zeit und denkst, okay, das ist aber auch nicht besser. Nee, ist dann auch nicht besser, genau. Ja. Naja, sollen wir zu einem Fazit kommen oder hast du noch was? Nee, wir können gerne zum Fazit. Dann schieß los. Ja, The Sadness, ich glaube, das ist für Leute, die halt noch so eine Grenzerfahrung suchen, kann das, glaube ich, ganz interessant sein. Für mich persönlich war das nett zu sehen. Ich habe diesen Hype jetzt mitgenommen, bin ein bisschen ernüchtert, möchte ich behaupten, weil der Film, der hat für mich keine Substanz, außer dass ich sage, er bietet mir halt nur irgendwie krasse Effekte und Brutalität so und das halt bis zum Äußersten irgendwie ausgereizt, ob es jetzt dieses Terrorkino im Kopf dann ist oder das Optische, was ich sehe und ja, weiß ich nicht, das brauche ich jetzt nicht unbedingt mehr. Ich glaube, das ist wirklich so für Fans gemacht, die noch mal entweder sowas nur gucken oder diese nächste große Grenzerfahrung mal suchen und sowas noch nicht gesehen haben. Und ja, ich brauch's nicht. Aber sonst relativ kompetenter Film in dem Sinne, dass man sagt, okay, die Effekte, da hole ich mir irgendwie was von ab. Ja. Willst du bewerten oder willst du das so lassen? Ja, ich kann gerne Augen in Augenhöhlen bewerten. Ich gebe ihnen wohlgemeinte 3 von 5 Augenhöhlen. Genau, da schließe ich mich auch wirklich an. Ich hatte mir eine deutlich härtere Erfahrung vorgestellt. Es gibt auch deutlich härtere Filme. Das muss man auch wirklich sagen. Was nicht heißt, dass dieser Film für Normalgucker jetzt wirklich im Kino geeignet ist. Das muss jeder selber rausfinden. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist auch so die Atmosphäre. Wenn er durch die Straßen fährt, kommt Atmosphäre auf und du denkst, um Gottes Willen, aber es endet dann auch gleich wieder in der nächsten Hetzjagd. Und da hat mir so ein bisschen der Atmosphären-Clou gefehlt. Aber ja, ansonsten bleibe ich auch bei meinen 3. Das ist okay, das kann man sich mal angucken. Ja, aber wie gesagt, muss jeder selber wissen. Dann wünschen wir euch viel Spaß oder auch nicht. Tschüss. Bis dann.
Ciao. Ja, das klingt nach einem, ja, wie soll ich sagen, spannenden, interessanten Film. Wie seht ihr das? Es klingt auf jeden Fall nach einem Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ich das Erlebnis brauche. Für mich klingt es fürchterlich irgendwie. Also ich habe ja auch erst überlegt, den zu schauen. Aber ob ich dann, ich hatte dann auf so eine reine Gewaltorgie, hatte ich irgendwie auch keine Lust. Und wenn ich dann eben auch jetzt schon vielerorts lese und höre, dass das atmosphärisch dann doch eher eine Nullnummer ist, dann sage ich, na, nee, danke. Ja, dann glaub, vielleicht mal, keine Ahnung, ausschnittsweise oder irgendwann, ja. Ja, ich habe nicht unbedingt was dagegen, wenn es einmal etwas blutiger zugeht, aber ich glaube, wenn es halt in so ein einfach nur so exzessiv ausartet, dann muss ich das auch nicht, glaube ich. Ja, muss ich das dann auch nicht sehen. Na gut, wäre es etwas farbenfroher mag und nicht nur rot, oder wer dann nach The Sadness etwas zum Ausgleich sucht, wir hätten noch einen Film im Angebot. Nämlich den Animationsfilm In 80 Tagen um die Welt. Basiert natürlich auf dem Buch von Jules Verne, das schon mehrfach und öfters auch verfilmt worden ist. Diese Animation hat etwas Neues an sich, kommt auch am 3.2. in die Kinos. Und Kathi und ich durften den vorab sehen. Und Kathi, magst du noch, oder wie findest du den Film? Also, ich mag Animationsfilme wirklich und ich mochte den von seinem Stil her total. Der schaut wunderschön aus, der ist sehr bunt, der hat auch manchmal so comichafte Ansätze, so das Wasser und die Tränen, das fand ich alles wunderschön. Er verfilmt halt die 80 Tage um die Weltgeschichte, es geht um einen Außenseiter, so ein kleines Äffchen, was mit seiner Mutter auf einer Insel voller Garnelen wohnt, die auch alle irgendwie ein Spielproblem haben und auf alles wetten. Und der will auch irgendwie um 80 Tage um die Welt reisen. Seine Mutter ist da strikt dagegen, bis dann irgendwann ein Frosch namens Phileas Fogg kommt, genau. Und wobei, er heißt Phileas Frog, weil er ist ein Frosch. und die geraten dann irgendwie in dieses Abenteuer, um in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Und ja, ich meine, wie gesagt, die Geschichte ist bekannt, ich mag den Stil, aber viel mehr bietet der Film an sich leider nicht. Ich fand die Story viel zu sprunghaft. Da sieht man ganz komische Ausschnitte von dieser Reise. Also man sieht nicht wirklich, wie sie reisen, sondern nur so zwei Stationen und dann sind sie auf einmal am Ende. Das war alles sehr sprunghaft und ich weiß nicht, mit wem ich in diesem Film sympathisieren soll. Mit welcher Figur. Ich weiß nicht, wie es mit dir da ging. Ja, also um jetzt deinen Punkt ja nochmal aufzugreifen, also ich fand den Animationsstil etwas blass im Gegensatz zu anderen Animationsfilmen, die ich jetzt schon gesehen habe. Ich fand die Idee nett, das eben heute halt, so in die Tierwelt, sag ich jetzt mal, darstellen zu lassen, also eben die ganzen Charaktere als Tiere dargestellt sind. Ja, die Helikoptermama war etwas extrem, also der Junge durfte ja gar nichts, also der durfte ja ohne Ausrüstung nicht mal das Haus verlassen, weil es könnte ja irgendwas passieren. Von daher, ja, also in dem ganz Dorf kein Wunder. Ja, das kann ich ganz gut verstehen, dass der dann irgendwie eben Abenteuer erleben will. Und er hat ja eben hier immer sein Abenteuerbuch gelesen und wollte eben genauso große Abenteuer erleben wie sein Idol. Und ja, die sprunghafte Handlung fand ich auch sehr komisch. Also ich kann mich in den Moment erinnern, wo sie noch auf hoher See waren und dann im nächsten Moment waren sie dann mitten in der Wüste. Aber den Weg dahin hat man halt nicht gesehen, die waren halt dann einfach da. Ja, es kommen alle bekannten Charaktere vor. Also man hat eben so vom eben Phileas Fogg als den Hauptcharakter vom Buch. Dann gibt's noch die Polizistin, die sie eben verfolgt, weil angeblich noch ein Verbrechen stattgefunden hat, was ja auch im Buch vorkommt. Und eben Passepartout, was eben dieser kleines Äffchen ist, das dann eben hier mit auf Reisen geht. Obwohl es eigentlich nicht gewollt ist, dass er mitgeht, von Seiten der Mama nicht und auch von Seiten von dem Frosch nicht, dass er mitkommt. Ja. Und das war irgendwie mein Problem. Also
weder Passepartout noch Phileas, die halt eigentlich den Film tragen, weil die sieht man ständig. Keiner von den beiden war mir sympathisch. Also Phileas ist so dieser Überhebliche, aber auch nicht irgendwie so. Der hat auch keine coolen Momente dann. Der ist einfach da und nervt. Und auch Passepartout, der eigentlich dieser Außenseiter ist, der mir auf Reisen gehen will. Aber selbst mit dem habe ich irgendwie kein Mitleid oder kann ich connecten, weil der nervt auch einfach nur. Ich weiß nicht, ob du die auch so nervig fandst oder ob es nur mir so ging, aber die. Deswegen kam auch keine Spannung auf oder so, weil mir die Figuren auch einfach egal waren. Ja, also es war irgendwie sehr schwierig. Also ich habe einmal gedacht, ja, wie du sagst, sie nerven. Also es ist ein sehr extremes Wort, aber ja, es trifft es irgendwie ganz gut. Also man hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, mit denen irgendwie mit den Hauptcharakteren eine Sympathie aufzubauen. Und das ist ja für einen Film eigentlich schon essentiell. Deswegen hatte ich da also meine Schwierigkeiten, aber ich denke, für jemanden, der Animationsfilme mag, ist der Film bestimmt auch sehenswert oder kann damit auch seinen Spaß haben. Ja, denke ich auch. Also auch ich glaube auch für Kinder, ich meine, klar, wir sind auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe. Ich glaube auch für Kinder ist der, die können wahrscheinlich gut schauen, der ist schön bunt, da ist nicht wirklich irgendeine Bedrohung, bis auf die Polizisten, die sie jetzt verfolgt, von der man irgendwie große Angst haben müsste. Also der ist ganz harmlos. Eine Frage. Bitte. Gibt es in diesem Film einen Wasserfall? Einen Wasserfall? Ich weiß ja, das Erste, was ich... Die sind genau, irgendwie aber im Dschungel, aber ich weiß nicht mehr, ob es da einen Wasserfall gab. Siehst du, das ist nämlich genau das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich diesen Titel höre oder überhaupt, wenn ich mir diese Geschichte vorstelle. Da wird doch bestimmt irgendwo eine Floßfahrt drin vorkommen, wo sie dann ganz knapp so einem Wasserfall entkommen. Und das sieht man wirklich in jedem. Jetzt ja auch zuletzt hier in Hotel Transylvanien 4 da. Ich glaube, da war auch so eine Szene drin. Und es nervt mich so. Deswegen war jetzt so die ganz subtile Frage, ob denn hier auch ein Wasserfall drin vorkommt. Also sie müssen nicht mit dem Floß vom Wasserfall wegpaddeln. Das passiert, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Okay. Nee, passiert nicht. Okay, hat jetzt mein Interesse an dem Film nicht sonderlich gesteigert, aber ist okay. Dafür gibt es natürlich andere Szenen, die immer so knapp ausgehen oder wo sie natürlich in letzter Sekunde gerettet werden, aber ein Wasserfall gibt's, kann ich, mit Wasserfall kann ich nicht dienen. Okay. Aber Treibsand, es gibt Treibsand. Ja, ich würde sagen... Sie werden im Dschungel mal von irgendwem verfolgt und müssen sich da irgendwie flüchten, also es gibt schon ein paar spannende Momente. Aber hat mir trotzdem nicht über den ganzen Film hinweg geholfen. Nein, mir auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende zu dieser Folge. Wer jetzt noch will, wir haben eine neue Webseite unter www.tele-stammtisch.de, da kann man die Folgen hören und auch Reaktionen so sehen. Und man kann es auf Spotify bewerten und anhören und sonst auch überall. Wäre cool, wenn das macht's. Ja, dann danke ich euch allen fürs Zuhören. Danke dir auch, Kathi und Paul, dass ihr mit mir heute diese Folge im Grunde im Wechsel durchmoderiert habt. ich hoffe, wir können es bei Gelegenheit mal wiederholen. Und gerne. Ja, auch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Kathi hat euch gesagt, was zu tun ist, wo ihr uns anhören könnt, wo ihr uns liken könnt. Und wenn ihr jetzt noch weiter mit dabei seid, dann gibt es noch einen kleinen Abspieler zum Abspannen. Genau, eine kleine Zugabe sozusagen. Er spricht noch über Raging Fire und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Raging Fire. Ich bin der Sven und mache heute ein kleines Solo. Raging Fire, letztes Jahr der absolute Kino-Kassenmagnet, Schlager in China mit einer Top-Besetzung, einem Top-Regisseur. Wir haben Donnie Yen, Nicolas C., den leider schon verstorbenen Benny Chan als Regisseur. Diese Namen lassen natürlich das Herz eines jeden Asia-Action-Fans in die Höhe schnellen. Der erste Trailer hat mich dann auch wirklich auch verzückt. Ich dachte, oh geil, da geht's endlich mal wieder rund. Hoffentlich hält er, was der Trailer verspricht. Ja, kommen wir aber erstmal zur Handlung. Und zwar, es geht darum, Bong, dargestellt von Donnie Yen, ist ein aufrechter Cop und knallhart. Doch als er sich weigert,
einen Zwischenfall unter den Teppich zu kehren, wird er von seinem Einsatz ausgeschlossen. Doch bei diesem Einsatz kommt es zu einem Massaker. Maskierte Unbekannte schlachten die Cops, die versuchen, einen kriminellen Dingfest zu machen, regelrecht ab, darunter auch Bongs langjährigen Freund und Vorgesetzten. Und der möchte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und bläst seinerseits auch zum Rachefeldzug. Mehr möchte ich von der Story erstmal nicht verraten. Kommen wir zum Cast. Der Cast macht seine Sache souverän, wirklich gut. Es gibt ein leichtes Overacting, aber auch nicht zu viel. Ansonsten haben wir wirklich alle 20, 25 Minuten ein Action-Gewitter, das über uns hereinbricht. Es wird gestochen, geschossen, Nasen gebrochen. Es wird mit allem gekämpft, was irgendwie rumliegt. Und ja, als Action-Fan absolut super gefilmt. Man sieht alles, man hat manchmal so eine leichte Bodycam-Ego-Shooter-Perspektive, aber auch nicht zu oft. Also Chan hat sich hier wirklich ausgetobt und das macht Spaß zuzusehen, wie die Kontrahenten sich bis zum Blut bekriegen und es dann natürlich zu einem hammermäßigen finalen Showdown kommt. Ja, was ist nicht so prickelnd? Tatsächlich ist es die Story. Die Story ist leider sehr holprig erzählt. Es gibt viele Rückblenden, die meiner Meinung nach an den falschen Stellen ansetzen. Und machen wir uns nichts vor, jeder Actionfilm-Fan weiß dann schon ungefähr so nach einer halben Stunde, was da wirklich auch Sache ist. Was aber den Spaß meiner Meinung nach überhaupt nicht schmälert, also wer auf Sachen wie Killzone SPL steht, wird hier absolut nichts falsch machen. Die Action überzeugt auf ganzer Linie, macht jede Menge Spaß, es kommt keine Langeweile auf. Wie gesagt, die Story ist ein bisschen holprig erzählt, daher gebe ich 4 von 5 Schlagstöcken. Und damit bin ich auch schon wieder raus. Also wünsche ich euch viel Spaß bei dem Film und bei den weiteren Besprechungen. Haut rein, ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.